Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Dieser Rat, ne? Mann. Kann man den auch nicht noch sterben lassen und vielleicht mit einem neuen tollen Rat was machen? Weiß ich nicht. So, also wir haben bis jetzt immer nur... Also die Allianz, das ist alles, was wir haben. Mehr haben wir momentan nicht. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Weiß. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Gut. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Dankeschön, Platzpatrone, für die Geschenksabs. Ich mach mal ganz kurz den Klimper-Sound raus. Also klimmert das voll fröhlich vor sich hin. Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Kacke. Danke, Primarch. So. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Oh. Was war das? Didi ist offline. What? Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Alright, Deck 3. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Ja, da gehen wir gerade hin. Was ist hier los? Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Wir folgen Ihnen. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja.
Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Definitiv. Hackett wollte noch mit mir reden. Ja, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Einen Moment. Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja. Ja, das war sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. That sure. Garrus ist normalerweise bei der Kalibrierung immer hier. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Kroganer zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Er ist ein alter Freund von Erdnot Rex. Dann hoffen wir mal, dass Freundschaft in diesem Krieg noch etwas zählt. Da bin ich ganz sicher, Sir. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos. Dankeschön für den Geschenksab. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelevan zu verlassen? Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater. Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Naja. Wir sind jetzt respektabel. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelevan. Mein Vater und meine Schwester.
Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Nach dem, was auf Palavan passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach Ihren Erlebnissen im batarianischen Sektor wusste ich, dass die Zeit knapp wird. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Von Saren bis zur Kollektorenbasis. Nicht mal ich würde alles glauben. Einiges davon klang ziemlich verrückt. Vigil, das Gespräch mit der Sovereign of Vermeier. Aber mein Vater hat nur zugehört. Wie früher bei C-Sicherheit. Er hat sich sein eigenes Bild rausgemacht. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie. Würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Palavan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Hammer? Da hat wohl irgendwie etwas in der deutschen Übersetzung nicht so richtig funktioniert. Das Ding heißt Hammer. Ich meine, der mit dem Hammer umgehen kann. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Nur am Kalibrieren. So. Hackett wollte ja noch mit mir reden, das heißt, wir gehen nochmal zurück hoch. Geht jetzt zum Glück so super schnell, das ist ja schön. Commander, ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurz Zeit? Der Primarch scheint ein ehrbarer Mann. Commander, Sie haben eine Nachricht von Lieutenant Commander. Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edie macht Ihnen mehr Sorgen. Edie ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen. Lass, Bruder, danke schön für die 100 Bits. Vielen Dank, Mann, für den Mega Support. Aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden.
Die Grissom-Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom-Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt fördert Biotech-Talente. Hätte es das vor 20 Jahren schon gegeben, wären sie auch dort gewesen. Ja, ich habe einen jungen Mann hingeschickt, David Archer. Mich überrascht nur, dass sie noch offen ist. Sie wird von der Allianz gefördert. Vielleicht sind sie deshalb geblieben. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. So. Commander? Commander, Commander. Also, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Hackett wollte ja noch reden. Ich habe immer das Gefühl, dass da hinten was ist. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil. Aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für Sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht.
Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Ja, das war mal ein gutes Stück Information. Das, was er jetzt momentan macht, ist eigentlich uns Zeit zu verschaffen, dass wir eine Armee zusammenbauen können, um gegen die Reaper vorzugehen, um den entscheidenden Schlag auszuführen. Deswegen haben wir auch noch die zweite und die fünfte Flotte, die als Verstärkung dienen, weil er die zweite... Entschuldigung, die dritte und die fünfte Flotte, glaube ich, was? Weil er die zweite geopfert hatte. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten... Ja, jeder, der mich kennt, der schickt mir keine Nachricht. Sondern irgendwie was anderes. Ich hasse nämlich hier, dieses ganze Zeug durchzulesen. Ist blöd. Ist Adresse gültig? Ja, Spam und so. Ich, Inspector? Bla bla bla. Bla bla bla. Was ist das? Ich mag da nicht durchlesen. Hab keinen Bock drauf. So. Also, Edi wollte sich ja noch zeigen hier. Bin ich mal gespannt. Hey Commander, sehen Sie sich meinen Co-Piloten an! Hat sie sich selbst in dem Körper installiert, ohne Ihre Hilfe? Commander, vertrauen Sie mir etwa nicht? Okay, sagen wir es so. Hätte ich gewusst, dass Edi sich in einem sexy Roboterkörper installiert, hätte ich dann wohl meinen Mund gehalten? Sehen Sie doch! Ich hätte einen Kuchen gebacken! Ich bin hier, Jeff. Ja, das sind Sie, Edi. Das sind Sie. What? Hallo, Shepard. An persönliche Begrüßungen gewöhnt? Ja, ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Ich bin gespannt, wie sich der Körper unter echten Kampfbedingungen verhält, wenn ich Sie dann mal begleite. Ohne Stresstests lässt sich nicht sagen, ob nicht gravierende Designfehler vorliegen. Im Moment finde ich alles adäquat. So würde ich Sie nicht beschreiben. Wir sollten unter vier Augen reden. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Okay. Worum geht's hier? Mag Joker ihre neue Plattform nicht? Doch, schon. Er mag sie zu sehr. Und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard. Sollten Ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Unbedingt. Ich brauche niemanden im Team, der nicht selber denken kann. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekam keine Antwort? Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Das können nur Sie selbst beantworten. Darum geht's beim freien Willen. Aber Moral sollte nicht in einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage... entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Achso, ich dachte jetzt sofort. Ja gut. Das heißt, wir müssen mit ihr dann immer wieder mal reden. Wir helfen eigentlich einer künstlichen Intelligenz, sich weiterzuentwickeln, ha? Huh? So. Ich will noch ganz kurz was machen und zwar zu Liara gehen, um zu gucken, ob irgendwas bei ihr noch ist. Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig.
Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Affenzwilling, danke für den Prime. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, Shepard. Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Dankeschön für den Prime. Seit Sie mir gegen den Shadow Broker geholfen haben, habe ich eine Handhabe gegen die Reaper gesucht. Nur die Proteaner hatten umfassendere Informationen über sie. Von älteren Zivilisationen haben wir kaum Quellen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Willst du dich nicht umdrehen? Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Liara? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Beeindruckend, aber nicht gerade weltraumtauglich. Der Unbekannte hat mich dann schließlich auf Hagalas aufgespürt. Und was dann? Ich wusste, dass er kommt. Farron und ich haben so viel Hardware wie möglich vom Schiff auf ein Shuttle umgeladen. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Was für eine Ablenkung? Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Der Unbekannte hat sicher nicht damit gerechnet, dass ich meine Ressourcen so spektakulär opfere. Können Sie ohne Schiff noch als Broker operieren? Der Unbekannte durfte es nicht kriegen. Das Wichtigste konnte ich retten. Mein Agentennetzwerk ist noch intakt, obwohl die Reaper es deutlich dezimiert haben. Die Kontaktherstellung dauert eine Weile. Ich glaube, sie ist sauer, weil ich sie zurückgewiesen habe, weil ich was mit Tali dann anfangen will. Und ich glaube, deswegen guckt sie mich nicht an. Das ist die logische Erklärung. Was hat Farron nach ihrer Flucht gemacht? Er wollte um jeden Preis wieder arbeiten. Und ich brauche mehr Agenten. Agent Farron hat bei seiner letzten Meldung keine Verletzung gemeldet, Doktor. Stimmt, er hat so viel überlebt. Ich sollte mich weniger sorgen. Sie haben Ihren kleinen Helfer mitgebracht. Er heißt Glyph und hat beim Sortieren der Daten geholfen, die zum Mars-Archiv geführt haben. Es war mir ein besonderes Vergnügen, Doktor. Glyph ist mit den Datenfeeds verbunden. Seine Analysesoftware ist sehr praktisch. Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Ich kann mich gar nicht auf die Unterhaltung konzentrieren. Was? Was ist los mit dir? Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Guck dir das Gesicht an. Was ist da los? Oh Gott, Liara, was ist los? Auch die, seht ihr die Augen? Sie guckt mit. Oh Gott. Wir brauchen einen Arzt. Wir reden später, Liara. Natürlich. Scheiß doch. What the fuck? Was das denn jetzt? Okay. Ja, schön. Okay, also Liara ist nicht mehr. Seit sie als Shadow Broker gearbeitet hat, ist sie nicht mehr so ganz auf der Höhe, scheint es. Scheiße. Alter. Ja gut, ich glaube, weil wir hier ja nochmal so eine Hauptquest gemacht haben, ne? Können wir jetzt nochmal mit allen reden. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz ins Maschinendeck. Obwohl, im Maschinendeck haben wir gar niemanden, mit dem wir reden müssten, sollten. Wir müssen Shuttlebucht. Dieser Primarch hat wirklich Cojones. Hey! Okay, ja gut, dann brauchen wir nichts mehr, dann gehen wir weiter. Platzpatrone, Dankeschön für die 300 Bits noch. Ihr Kopf hat eine Wackelkontakt. Sie hat zuerst die ganze Zeit so geguckt und dann auf einmal hat sie angefangen zu schielen.
So. Ich glaube, die ist völlig überfordert gewesen mit der Gesamtsituation. So. Eden Prime wollte ich jetzt. Platzpatrone, dankeschön für die Zeit, bitte noch zusätzlich. Dankeschön, dankeschön. Ja, einen Moment kurz. So, ich habe sogar auch nochmal Punkte gekriegt. Dann machen wir hier noch den Kopfschussschaden, ne? Ich wollte aber eigentlich kurz ins Logbuch. So, wir haben jetzt hier, müssen wir zur Citadel, die Akademie. Archer, der Dings, Archer, ne, ist der, das ist diese eine brutale Mission gewesen mit dem, in Mass Effect 2, wo er diese Schläuche im Mund und überall, wo er da so aufgehängt wurde, wo sie versucht haben, mit dem Dings zu kommunizieren, den haben wir da hingeschickt, in diese Akademie, er hieß Archer, und sein Bruder hat ihn da eben dem ausgesetzt. Project Overlord, genau, ja. Das war Gänsehaut. So, Eden Prime. Da will ich hin. Gucken. Der Autist, ja, genau. Genau, der Autist. Der arme Dude. Das ist sein Bruder, der ihn da völlig, ja. War nicht okay. Aria können wir treffen. Die Anführerin von Omega. Wo ist denn jetzt Eden Prime? Darf ich hier kann ich nicht hin, oder? Weil hier ist theoretisch blockiert. Cerberus Labor. Proteanisches Artefakt beschaffen. In welchem Cluster soll das denn sein? Auf Eden Prime. Wir fliegen es trotzdem mal an, um zu gucken, ob es geht. Wir haben ja Tarnsystem und so. Ja, hier ist Eden Prime. Let's go. Schauen wir uns an, was es da Schönes gibt. Wir nehmen Edi mal mit, um das zu testen. Und Liara, ja. Garrus darf später mal mit. Ich will Edi mal testen. Das gut funktioniert. Kann ich eigentlich wieder einblenden? So. Ich jetzt hier noch kurz. Ganz was sie hier dabei hat. Ja, das bin ich. Liara. So, hier haben wir das aber noch nicht. Beide nur Pistolen und so.
So, unabhängige KI, verbesserte Kraft, Schaden. Ich mache immer die Grundwerte mal hoch, das ist immer gut. Kraftschaden machen wir hier auch noch ein bisschen hoch. Ian, dankeschön für den Prime-Sub für 9 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, dankeschön. Testschaden, Waffenschaden. Sie ist theoretisch voll als Technikerin unterwegs, macht eigentlich mehr Sinn. So. Dann. Verteidigungsmatrix. Einmal Überlastung. Einmal Verbrennen. Dann ist sie gegen Schild und Panzerung gut gewappnet, dann kann sie beides in Angriff nehmen. Lenkt sie gegen mit einem Täuschkörper ab. Das brauchen wir vorerst mal nicht. Ja, da kann sie sich schützen, aber langsame Kraft-Dings. Und immer höheren Schaden. Das ist gut. So, Liara noch schnell. Pure Biotik, let's go. Kraft und Dauer. Ja, das geht dann. Wir geben ihr noch Warp. Die Feinde zu schwächen. Das ist, Warp ist ganz gut eigentlich. Let's go. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Hier fand auch der erste große Angriff von Saren und den Geths statt. Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Den Akten zufolge haben sie auf Eden Prime einen Mann verloren. Ja. Corporal Jenkins. Weckt die Rückkehr zu der Kolonie unangenehme Erinnerungen? Es ist okay, Edie. Jenkins war ein guter Soldat. Er wäre stolz auf das hier. Hoffentlich hilft diese Motivation auch. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zum Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Ich bringe sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Das Gebiet wirkt verlassen. Los, mal sehen, ob wir die Ausgrabungsstätte finden. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Die Kolonisten haben nach Sarens Angriff alles wieder aufgebaut. Sobald Cerberus besiegt ist, werden sie das wahrscheinlich wieder tun. Die Stadt auf der Erde, in der ich aufwuchs, war brutal und dreckig. Das reinste Kriegsgebiet. Eden Prime hat das nicht verdient. Niemand verdient so etwas. Es ist komisch, wieder hier zu sein. Bei Mass Effect 1, die erste Mission. Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Dr. Tassoni, sind Sie bei der Arbeit schon mal auf fossile Dinosaurier gestoßen? Nein. Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind 2 völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Nein, Witze haben eine andere Struktur. Das war auf den Arm nehmen. Okay. Okay. Wir nehmen mit, was geht. Es ist halt wieder alles leer, ne? Und die Kolonisten, die hier sind, ist halt auch scheiße. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie?
Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Ja, dann tun sie das. Das ist die Sony. Da ist der Aufzug zur Ausgrabungsstätte. Gut, jetzt können wir herausfinden, was sie entdeckt haben.